Einen wunderschönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zum Monatsrückblick für den Monat November 2022 ist es schon wieder. Falls ich hier immer so ein bisschen rüber gucke, wundert euch nicht, dass ich möchte nicht unhöflich sein und euch nicht angucken oder nicht angucken, sondern ich gucke hier mal immer zwischendurch auf meinen Monitor rüber, weil ich sehe voll kaputt aus gerade. Kann das sein? Junge, was habe ich für rote Augen, ey? Das ist eigentlich ziemlich furchtbar, oder? Ich glaube, ich muss meine Brille anziehen. Vielleicht sieht man das dann nicht so krass. Aber dann ist wieder hier, naja, so ist ein bisschen besser, glaube ich. Aber es ist, ja, irgendwie komisch. Ich gucke hier rüber, weil ich das Ganze hier mit OBS aufnehme und ich habe hier einen neuen Computer. Und ich nehme das jetzt einfach hier mal auf. Also falls diese Qualität heute oder irgendwas versetzt sein sollte oder was weiß ich, falls das ein bisschen komisch sein sollte, dann liegt es daran, dass irgendwas noch nicht so hundertprozentig stimmt und nicht so hundertprozentig eingestellt ist. Also seht mir das bitte nach und ja, wir machen das trotzdem einfach mal so. Ich lade so einfach so hoch, selbst wenn da jetzt ein Fehler sein sollte auf dem Vlog-Kanal, hier ist das alles nicht so ganz dramatisch. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt dann mal zum November, ne? Zum Laberteil, zum Monatsrückblick. Es gibt diesen Monat nämlich auch gar nicht so unfassbar viel zu erzählen, aber ich versuche mal ein bisschen was zusammenzubekommen. Ja, der November ist eigentlich immer so ein bisschen so ein Highlight-Monat, sage ich mal, jedes Jahr, weil ich halt in diesem Monat Geburtstag habe, weil ich den November generell irgendwie sehr mag, weil so Dezember ist dann so Weihnachtszeit, ne, dann ist das Jahr schon fast vorbei, das mag ich sogar noch lieber, aber der November ist dann immer so, da weiß man, okay, wenn du jetzt Geburtstag hast, dann ist noch mal ein, zwei Wochen und dann ist Dezember und dann hast du schon bald Urlaub, dann ist das Jahr sowieso rum. Ne? Deswegen mag ich den November immer sehr gerne. Aber viel los war dafür diesen Monat eigentlich nicht. Es gab ein paar kleine Highlights tatsächlich und die werde ich euch heute auch dann, glaube ich, mal so ein bisschen erzählen oder werde euch davon berichten, weil jetzt so jede Kleinigkeit macht jetzt auch nicht so unfassbar viel Sinn. Beginnen möchte ich da mit meinem Tattoo-Termin. Ich hatte tatsächlich Anfang November, am 10. November hatte ich einen Tattoo-Termin und dazu kann ich euch sagen, das war der beschissenste, schmerzhafteste, schlimmste Tattoo-Termin, den ich jemals hatte. Ich habe ja nur mittlerweile schon, ich sage euch auch gleich, was ich bekommen habe. Ich blende vermutlich auch ein Bild ein. Da seht ihr, wie weit ich bin, weil ich bin halt noch nicht fertig. Ich habe schon viele Sachen durch. Ich habe die Arme voll. Ich bin hier relativ weit oben. Ne? Ich werde, wie gesagt, es kommt auch mit Sicherheit bald dann jetzt das Tattoo-Video, weil ich halt gerne nochmal über meine Tattoos so generell sprechen möchte. Aber das macht Sinn erst, wenn das Tattoo halt fertig ist, weil ich das halt gerne mit reinnehmen möchte in dieses Video, weil dann wird erstmal wahrscheinlich wieder eine Zeit lang Pause sein mit meinen Tattoos. Dann macht es keinen Sinn, dann noch länger zu warten. Aber ich möchte jetzt dieses neue Tattoo noch abwarten, bis es ganz fertig ist. Und ich habe alles schon durch. Auf dem Bein habe ich was, auf dem Fuß habe ich was. Am Knöchel habe ich was Kleines. Und ich habe ja tatsächlich halt die ganzen Arme voll. Zuerst war es so, bevor ich zu meinem großen Tattoo-Termin kam, meine Arbeitskollegin, falls du das siehst, Grüße gehen da raus, ne? Die Daniela, die ist auch komplett voll tätowiert und hat jetzt vor kurzem angefangen, selbst zu tätowieren. Und sie sucht halt noch Opfer in Anführungszeichen, an denen sie halt ein bisschen üben kann. Denn klar, es gibt diese typischen, diese Schweine, heute waren das früher, mittlerweile gibt es da so Silikon-Imitation, Hautimitation, worauf man üben kann. Da meinte sie aber direkt, das ist halt komplett anders wie richtige Haut. Dann habe ich gesagt, ja, ey, dann üb doch an uns einfach so. Ich habe da kein Problem mit. Ne? Ich will jetzt nicht natürlich kein Gesichtstattoo von ihr am Anfang haben oder sonst irgendwas. Ich will generell kein Gesichtstattoo haben, davon abgesehen, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Wir finden schon eine Stelle irgendwann beim Körper, wo es nicht so dramatisch ist, wo du mir was Kleines zum Üben hinmachen kannst. Und das hat sie getan. Sie war einen Abend hier, hat meine Frau und mir im Knöchel jeweils eine Kleinigkeit gestochen. Einen kleinen Totenkopf ist es geworden, so ein Comic-Totenkopf. Das war bei mir so Zufall, dass wir beide das bekommen haben. Meine Frau hat halt so einen mit einer Schleife bekommen. Und ich habe dann, wollte erst was anderes haben, aber habe mich dann kurzfristig noch umentschieden und gesagt, hey, du bist einmal jetzt im Flow mit diesen Linien, mit diesen Runden und so, weil sie muss halt noch Linien üben und Schattierungen hat sie jetzt an sich selber mal angefangen. Und dann habe ich gesagt, dann mach mir auch so einen. Ne? Dann meine Frau hat den mit dem Schleifchen am Kopf bekommen und ich kriege dann einen mit einem kleinen, einem großen Auge, der so ein bisschen bescheuert aussieht. Quasi so ein bisschen wie meine Thumbnails manchmal, ne? So
Und das fand ich eigentlich ganz witzig. Dann hat sie meiner Frau an den Arm, hat sie noch eine kleine Schnecke gemacht, so eine minimalistische Schnecke, die so in ihren Arm sich einfügt. Und das war ziemlich cool eigentlich. Hat auf jeden Fall sie gut gemacht, hat gut funktioniert und es ist auch alles schön drin geblieben, ist gut verheilt. Es hat extrem krass gejuckt, muss ich sagen, aber es war auf jeden Fall alles cool, alles drin geblieben und auch eine blöde Stelle unten am Knöchel, aber das war schon okay, ne? Dann tatsächlich ein paar Tage später war ich dann bei meinem Stammtätowierer, wo ich immer hingehe. Beim Dimi übrigens, da könnt ihr sehr gerne auch mal, wenn ihr aus der Nähe von Köln, Aachen, Düren, so hier diese Ecke kommt. Er hat mittlerweile sein Studio in Düren eröffnet und das kann ich euch wirklich nur empfehlen, zu ihm zu gehen. Ich bin da sehr gerne, ich fühle mich da sehr wohl und er macht natürlich auch eine 1A Arbeit. Sonst würde ich natürlich nicht hingehen, ganz klar. Und das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich werde unten mal, wenn ich dran denke, in der Videobeschreibung sein Instagram-Profil von seinem Laden und von ihm selber verlinken. Und wenn ihr da mal gucken gehen wollt, ne, vielleicht habe ich den einen oder anderen Tattoo-Interessierten hier, dann geht da gerne mal gucken, schaut euch seine Arbeit an und lasst vielleicht ein Like da oder sowas. Ne? Könnt ihr gerne mal machen. Da bin ich auf jeden Fall zu ihm gefahren und habe angefangen, meine Brust tätowieren zu lassen. Meine rechte Seite, unfassbar scheiße. Also ich habe ja viel erwartet, aber das, was dabei rumkam und was das, also das war ja wirklich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie scheiße das war. Vielleicht, es gibt mit Sicherheit Leute, er sagte selber so, hey, die Brust ist bei den meisten Leuten, so bei 95% der Leute, die reinkommen, die sind am Jammern und die Brust ist Kacke. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Habe ich gefragt, wie ist es denn erfahrungsgemäß, ist Rücken oder Brust schlimmer? Und er sagte Brust, ganz klar. Ne? Und er hat Leute in Bulgarien in seinem Studio, er ist halt Bulgarer, ne? Und hat in Bulgarien auch noch das ein oder andere Tattoo-Studio, wo er so ein bisschen rumcruist immer. Und er sagt, er hat da gerade zwei Leute, die beide die Brust bekommen. Und sagte der eine, das Katastrophe, sagt er komplett. Ne, der Muster hat schon zigmal neu angefangen und immer wieder geht die Farbe nicht rein nach kurzer Zeit und so weiter und so fort. Sagt dann der andere, der schläft ein. So, also auch das ist natürlich möglich und bei jedem irgendwie anders. Aber ich kann sagen, ich kann Brust nicht empfehlen. Definitiv nicht. Ich werde klar weitermachen. Ich werde es auf jeden Fall fertig machen, aber dann ist das Thema Brust für mich erstmal erledigt. Ob ich da irgendwann weitermache, weiß ich noch nicht bestimmt, ne? Weil man vergisst dann ja doch irgendwann, wie weh es getan hat und wie scheiße es war. Ja, aber ich denke mal, genauer über diese ganze Tattoo-Thematik werde ich dann mal in einem separaten Video irgendwie sprechen. Ja, was habe ich bekommen? Ich habe einen Hahn, habe ich bekommen. Ja, es ist ein bisschen ein Kampfhahn, sage ich mal. Das hat jetzt nicht wirklich eine Bedeutung, aber der Hahn an sich hat eine sehr wichtige Bedeutung hier für mich. Auch das werde ich aber, glaube ich, mal genauer in dem Tattoo-Vlog dann erzählen. Da werde ich dann so ein bisschen noch die Hintergründe dieser Tattoos so ein bisschen besprechen. Wenn ich das jetzt schon alles vorwegnehme, macht das dieses Tattoo-Video gar keinen Sinn mehr. Aber es ist auf jeden Fall ein Hahn, der mit meiner Familie zu tun hat. Also nicht dieser Hahn, sondern generell ein Hahn. Ja, und deswegen habe ich mir hier einen Hahn machen lassen. Wie gesagt, mega beschissene Stelle und ich bin froh, dass ich mir an dem Abend mit Überstunden freigenommen hatte, weil ich hätte Nachtschicht gehabt an diesem Abend und das hätte ich hätte es bestimmt gepackt so, aber als ich abends da saß, zu Hause, habe was gegessen, dachte ich, oh nee, bist du froh, dass du nachher nicht zur Arbeit musst, ne? Das war also wirklich scheiße. Ja, ich glaube, die zweitbeschissenste Stelle war das Bein und hier oben drin so. Das war auch Kacke. Ich habe tatsächlich hier einige Stellen gehabt, also Richtung Nippel ist Kacke, Richtung Brust, Bein hier vorne ist Kacke, Richtung Hals ist richtig Kacke. Also Respekt an die Leute, die den Hals tätowiert haben. Ich bin da raus. Ganz ehrlich, ich bin da raus. Ich wollte, glaube ich, sowieso den Hals nicht tätowiert haben, davon mal abgesehen, aber auch so bin ich raus. Ganz klar, das ging gar nicht. Und das klingt jetzt voll weicheimäßig, ne? Aber wie gesagt, ich habe ja schon einiges durch, also so ist es ja nicht. Aber das war schon hart, also das war nicht meins. Und als er dann hier in Richtung Achsel gegangen ist und an diese etwas weichere Stelle, sage ich mal hier drunter so, wo die Haut dann so dünn wird, habe ich Sternchen gesehen. Das war wirklich Katastrophe, komm, lassen wir das. Also das Tattoo-Thema lassen wir jetzt erstmal. Und wie gesagt, ich werde da ein separates Video zu machen und dann
werde ich da ein bisschen genauer drauf eingehen, denke ich mal. Auf diese ganze Thematik, ne? Denn ich habe ja viele verschiedene Sachen tatsächlich. Ja, das war mein Ausflug in das Tätowieren nochmal. Es geht jetzt weiter am 12.12., da haben wir den zweiten Termin. Es ist ein Montag, leider habe ich Frühschicht vorher, ist aber kurz vor meinem Jahresurlaub, also da sollte ich schon relativ entspannt sein und ich hoffe, dass wir dann auch fertig werden, vor allen Dingen. Ne? Ja, dann war es tatsächlich am 10., ne? Wie gesagt, das war ein Donnerstag, da war mein Tattoo-Termin und am 14. November, an dem Montag, hatte ich Geburtstag. An dem Montag selber haben wir jetzt mit Familie hier so ein bisschen gemacht. Wir machen das meistens, wenn auf dem Tag, also wenn der Tag nicht am Wochenende ist, was jetzt halt mit einem Montag der Fall war, dann machen wir meine Feier nicht an diesem Tag, logischerweise, sondern halt nur mit der Familie. Die kommen dann und an dem Wochenende danach kommen dann immer Freunde. Und das haben wir auch gemacht, aber beide Tage waren echt cool. Also den Montag mit der Familie war ziemlich entspannt hier mit Kaffee und Kuchen, ganz normal so. Ne? Ich hatte mir freigenommen für diesen Tag auch, sprich hatte den Donnerstag frei. Da musste ich freitags Nachtschicht machen und dann hatte ich ein langes Wochenende. Also war eigentlich relativ optimal. Ne? Ja, und da war eigentlich nichts Besonderes, was ich mir erzählen kann. Wie gesagt, es ist halt so ein ganz normaler Familiengeburtstag gewesen. Ne? Was soll man da groß jetzt erzählen? Dann hatten wir ein paar Tage später meine Geburtstagsparty quasi am Wochenende. Ich habe dieses Jahr ein bisschen, ich will nicht sagen größer gefeiert, das wäre jetzt auch übertrieben, aber ansonsten habe ich jedes Jahr immer nur meine zwei, drei besten Freunde oder unsere zwei, drei besten Freunde so eingeladen, die dann hier sind. Und dieses Jahr habe ich noch ein paar von meiner Arbeit eingeladen, weil das hat sich irgendwie so da, ich sag mal, nicht eingebürgert, aber einer fing halt an und hat zu seinem Geburtstag eingeladen. Ich dachte, das könntest du eigentlich im kleineren Rahmen auch machen. Letztes Mal so ein paar von deiner Nachtschicht ein, mit denen du halt am meisten so zu tun hast irgendwie. Und dann waren ein paar von denen hier und es war, ja, ziemlich witziger Abend. Wir waren extrem, also was heißt extrem lang, aber für meine Verhältnisse oder für meine Geburtstage, wenn ich die davor die Jahre angucke, wo dann meistens so um 12, halb eins irgendwann so Schluss war, wenn man nur mit zwei, drei Freunden halt so feiert, na ist ja klar. Aber diesmal waren wir wirklich bis, ich glaube, halb drei oder drei waren wir erst im Bett oder sowas, was für einen alten Mann wie mich schon sehr lange ist. Ne? So, jetzt ist ja gerade vor mir meine LED-Leiste ausgegangen. Das geht mir auch mega auf den Keks hier, diese LED-Leiste an meinem Schreibtisch. Ne? Ich habe zwei Probleme hier in meinem Raum. Diese LED-Leiste, die sich einfach immer abschaltet, weil die ist halt nicht über, die ist nicht smart gesteuert. Die ist halt mit einer stumpfen Fernbedienung, ne? Die war beim Schreibtisch dabei, die klebt hier unten drin und die kann ich halt dann, ja, mit Fernbedienung an- und ausmachen. Aber manchmal geht die einfach mittendrin aus oder macht eine andere Farbe an oder sowas, keine Ahnung. Und dann habe ich eine neue Lampe, die sich vorhin einfach aus meiner Alexa-Steuerung raus manövriert hat. Und die habe ich erst ein paar Tage, diese Lampe. Und es ist ein Original Philips. Also, keine Ahnung, ist ein bisschen seltsam. Ich habe immer mit diesen Philips-Lampen habe ich ein bisschen Probleme, komischerweise. Ihr könnt mir übrigens auch gerne beschreiben, wie ihr das Licht jetzt so findet. Denn ich habe jetzt meine Softbox, meine zweite, die ich sonst immer da stehen hatte, habe ich jetzt durch diese warm-weiße Lampe ersetzt. Einfach, weil ich sie optisch schöner finde. Und ich glaube, vom Licht her ist es auch ein bisschen angenehmer irgendwie. Ja, ja, wie gesagt, so viel zu meinen Geburtstagskram und so. Ich muss mal gerade hier gucken, was ich mir noch notiert hatte. Genau, und dann ist im November immer noch St. Martin bei uns hier im Dorf, wo immer ein Umzug geht. Ne? Das ist eigentlich immer so dann ein schöner Abschluss zu diesen ganzen. Ne? Kurz vorher gibt es ja Halloween, wo bei uns im Dorf hier relativ viel geschmückt ist. Ich meine, dieses Jahr ging es anscheinend, war nicht ganz so viel, aber normal haben viele Leute immer geschmückt an Halloween und so zieht sich das dann halt bis Mitte November, bis dann quasi St. Martin ist und dann schmücken die Leute auch nochmal, dann geht da ein Zug durchs Dorf und so. Für die Kinder ist das immer sehr, sehr cool eigentlich. Ne? Mit einem Feuer am Ende, mit Martinsfeuer und sowas. Ja, aber das ist jetzt auch nichts Spektakuläres. Ne? Man kennt es halt. Was aber diesen Monat noch mega spektakulär war, da kann ich auch noch ein bisschen was zu erzählen, ist natürlich mein neuer Computer. Ja, natürlich wird es auf meinem Hauptkanal noch ein Video geben zu meinem, ich nenne es mal PC-Kommandozentralen-Platz Makeover oder sowas werde ich es irgendwie nennen, keine Ahnung. Denn ich habe mir nicht nur einen neuen Computer gekauft, ich habe auch hier meinen ganzen Kram ein bisschen anders angeordnet. Ich habe zum Beispiel jetzt meinen Monitor, wo ich drauf zocke, auf den Konsolen, den habe ich jetzt hier direkt neben mir stehen. Wer meinen Stream jetzt letztes Wochenende verfolgt hat, der hat das ja gesehen, dass ich halt wirklich direkt hier mich rumdrehen kann und kann dann zocken und so. Und das Streamen vor allen Dingen auch.
Und was halt besonders cool an der ganzen Sache ist, dass ich halt jetzt auch, wie ich es gerade schon sagte, endlich vernünftig streamen kann. Denn das war auch immer so der, ich will nicht sagen Hauptgrund. Der Hauptgrund ist eigentlich immer, dass ich wenig Zeit habe. Aber wenn ich mal Zeit habe und würde gerne streamen, ich konnte halt nie irgendwas Cooles machen, weil ich halt kein vernünftiges Aufnahmegerät hatte. Ich hatte keine vernünftige Möglichkeit zu capturen. Switch ging so ein bisschen, hat aber mega den Versatz drin gehabt. Und PlayStation 5, ja, es hat mir was angezeigt, sagen wir es mal so. Aber das wirklich cool war das nicht. Ne? Und das war halt einfach umständlich und so. Und ich musste dann in der Vorschau hier von OBS, musste ich dann quasi spielen, weil ich halt hier den Monitor nicht nutzen konnte, weil der halt da hinten stand und weil das alles umständlich und kacke war. Ja, und deswegen bin ich jetzt ganz froh. Jetzt habe ich hier meine zwei Monitore am PC und hier habe ich meinen Monitor zum Zocken. Daneben stehen die Konsolen und das passt alles wunderbar. Ich hatte mir noch ein paar Monitorhalterungen bestellt, die ich aber, ja, weil ich dumm bin, nicht benutzen kann. Ich habe nämlich nicht drüber nachgedacht, dass quasi mein, ja, mein Schreibtisch, den ich hier habe, das ist halt keine einfache Tischplatte, sondern wirklich ein designter Tisch mit Ecken und einem Aufbau und was weiß ich was alles. Und ich kann mit diesen typischen, ich sag mal, diese Befestigungsschrauben, wo man diese Ständer, diese Monitorständer, nicht Ständer, hat er gesagt, diese Monitorständer, wo man die quasi mit festmacht, die kann ich halt nicht festschrauben hier, weil ich habe halt nur, ich sag mal, so ein Stück, wo das packen würde. Ne? Wenn ich jetzt hier diese Tischplatte habe und würde jetzt hier, sage ich mal, diesen Monitorständer, der müsste ja eigentlich komplett so dran, er würde aber nur so packen. Ja, und so ein bisschen packen ist mir halt für zwei Monitore auf einem Ständer, ist mir das zu krass. Genauso wie der andere hier, das passt halt von der Höhe, wie eine Dachschräge nicht und so. Ja, jetzt habe ich ein bisschen was anderes überlegt. Ich werde die beiden Monitore hier einfach so stehen lassen. Habe mir aber für diesen Monitor hier, momentan steht der auf meiner PlayStation 2, ist auch ganz geil. Ja, habe ich mir jetzt noch eine Monitorerhöhung bestellt, einfach damit ich hier das vernünftig machen kann, damit es auch alles gut aussieht. Ich bin tatsächlich ja sehr dabei im Moment diese ganzen ja mir irgendwelche Reels und sowas bei Instagram anzugucken. Speziell, ich bin da in so einen, zum Glück in so einen Algorithmus gerutscht mit meiner Finchis Welt Instagram-Seite. Ja, dieser Algorithmus zeigt mir momentan ständig irgendwelche PC-Setups an und so, wie Leute ihren Platz da designt haben mit Beleuchtung und mit Kram und alles Mögliche. Und das ist sehr, sehr cool. Da kann man sich sehr, sehr viele Inspirationen und sowas holen. Ja, und dann habe ich auch angefangen, selber mal so das ein oder andere Video zu machen. Und da ist mir halt irgendwann aufgefallen, dass das bei mir halt nicht so cool aussieht. Und dann habe ich ein bisschen rumüberlegt, wie ich das halt cooler gestalten könnte hier. Und tatsächlich ist mir das ganz gut geglückt. Und jetzt fühle ich mich echt richtig wohl hier. Ich habe ja manchen Abend gesessen und habe einfach YouTube geguckt oder einen Stream verfolgt oder so. Einfach weil ich gerne hier gesessen habe. So. Ich will nicht sagen, dass ich vorher nicht gerne hier drin war, ne? Aber wenn man halt dann schon sich hinsetzt und allein nur wenn es aus ist und nur Beleuchtung an ist oder so, und wenn man das schon cool findet, ja, dann ist es natürlich noch mal besser irgendwie. Ich habe mir dann meistens auf dem zweiten Monitor noch so ein Kaminfeuer angemacht, habe auf dem Hauptmonitor irgendeinen Stream geguckt und habe hier irgendwas gezockt oder sowas. Macht schon mega Bock, ne? Ja, und mein neuer PC, selbstverständlich. Also das Ding ist natürlich, das kam jetzt so ein bisschen per Zufall, dass ich mir den jetzt noch geholt habe. Aber ja, ich sag mal so, ich musste halt noch was Geld ausgeben. Was soll ich sagen? Ne? Wenn man so ein Kleingewerbe führt, so, dann muss man halt ein bisschen rumrechnen schon mal. Und ich dachte mir, ja komm, du musst in Anführungszeichen halt noch was kaufen. Dann war es halt der PC so. Und das Ding, es wird, wie gesagt, selbstverständlich auf meinem Hauptkanal ein Video dazu geben. Ne? Wie gesagt, über den kompletten Platz hier. Da wird natürlich auch mein PC ein bisschen durchleuchtet und so, was da alles drin ist. Und ich habe noch, das ist jetzt auch eine Frage an euch, das finde ich, glaube ich, ganz interessant. Und zwar habe ich diesen Computer nicht alleine aufgebaut, weil ich hätte mir es schon irgendwo zugetraut, weil meinen alten Rechner habe ich auch alleine aufgebaut. Aber da waren die Komponenten halt auch deutlich günstiger. Ne? Ich habe damals für meinen PC irgendwie 600 € bezahlt und jetzt hier kostet allein die Grafikkarte 700.
Deswegen habe ich mir gedacht, komm, da musst du dir irgendwie einen Profi dazu holen und wollte erst schon einen komplett aufgebauten PC kaufen. Hab dann aber zum Glück meinen Kumpel André gefragt, weil er sagt, hör mal, wenn du PC-Fragen hast, dann melde dich bei mir und so. Und wenn du was Neues haben willst, ich mock die dat. Ja, und das hat er getan und hat dann gesagt, ja, hör mal, die 150 Euro für diesen Aufbauservice kannst du dir sparen. Kauf dir dafür lieber noch eine zweite Festplatte oder sowas. Ich baue dir das auf oder wir bauen es zusammen auf. Und das haben wir getan und ich habe fast den kompletten Abend, den kompletten Aufbau mit dem Handy gefilmt. Und ich muss mir das mal angucken auf dem Rechner, wie die Qualität, vor allem die Tonqualität halt ist, weil das, was wir uns zwischendurch so gelabert haben, das könnte vielleicht ganz lustig und interessant sein. So, wir haben mal viele verschiedene Themen angesprochen, weil er halt selber auch einen Podcast hat, da haben wir drüber philosophiert, über Social Media haben wir so philosophiert und bei YouTube und was wir alles schon da so erlebt haben und wie cool manche Sachen halt sind und ja, generell über PC-Kram haben wir gequatscht und sowas. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie mal zusammengesetzt kriege, vielleicht das eine oder andere rausschneide, was nicht drin sein muss. Aber ich glaube, dann hätte man einen coolen PC. Aufbau-Podcast könnte man das Ding irgendwie nennen, weil da passiert halt nicht viel, außer dass man den PC sieht, aber wir quatschen halt die ganze Zeit. Ne? Muss ich mal gucken. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Interesse irgendwie an sowas hättet. Jo. Ja, und mein PC, um das nochmal eben zum Abschluss wenigstens mal kurz hier zu sagen, da ist drin eine 3070 Ti ist drin. Dann habe ich einen i5 mit, ja, das sind 14 Kerne sind drin. Ein, ach Gott, was, wie ist denn die Bezeichnung davon, ey? Ist auch egal, auf jeden Fall ein i5, einer der neuesten Generationen jetzt. Dann ein Tomahawk, MSI im Mainboard, 32 GB Arbeitsspeicher sind drin. 2 TB SSD, 1 TB davon über diesen M2-Anschluss auf dem Mainboard direkt und 1 TB halt nochmal hinten dran. Dann ist ein Game Capture, ne, von Elgato habe ich direkt reingebaut. Dann habe ich ein Be Quiet Rock, tralala. Lüfter und das Ding sieht einfach so brutal aus. Ich finde sowieso, da ich mir ja sehr viele Videos angeguckt habe in letzter Zeit, wo Leute ihre Rechner so präsentieren und so, und da sind halt immer so weiße Gehäuse mit Glas und mit viel Bling Bling und so. Finde ich auch cool, sieht auch gut aus, ne? Gerade wenn man so weiße Komponenten noch drin hat. Ne? Es gibt ja diese Grafikkarten, diesen ganzen Krempel noch in weiß. Wenn man das alles so drin hat und das leuchtet, dann klar sieht das geil aus, sieht stylisch aus. Aber meiner ist auch ein bisschen Zufall. Wir haben jetzt nicht groß auf die Optik der Komponenten geachtet. Ich wollte halt einfach ein bisschen, was heißt ein bisschen, ich wollte einfach Performance in meinem Rechner haben. Die habe ich. Aber wenn man den Rechner jetzt von innen sieht, das Ding sieht aus, ich habe echt geguckt, wo kann ich das Hydrauliköl reinkippen? So, wo ist die Öffnung fürs Öl oder das Benzin? So, das sieht aus wie so eine Industrieturbinenanlage. Keine Ahnung, ich finde es mega fett. Das sieht so ein bisschen dreckig aus. Ein bisschen, also nicht dreckig, weil Staub drin ist, sondern halt, ihr wisst, was ich meine. Also, das sind alles dunkle, schwarze Komponenten. Der Lüfter hat einfach so fette. Ach, es ist einfach krass. Also, ich finde, das Ding sieht mega gut aus. Und dann jetzt im Nachhinein, was heißt, ärgere ich mich, weil das Ding steht halt hier unten. Ich habe ein Be Quiet Netzteil, Be Quiet Netzteil auch und ein Be Quiet Gehäuse, weil ich einfach gesagt habe, ich brauche diesen Bling-Bling-Kram nicht. Das steht sowieso unten in meinem Schreibtisch drin. Ja, deswegen ärgere ich mich auch nicht, weil es steht sowieso da unten drin. Auf der anderen Seite wäre es auch geil gewesen, diesen Rechner jetzt hier mit einer, ja, Plexiglasplatte quasi an der Seite zu haben. Oder auch generell mit so einem coolen Gehäuse, wo man es auch noch um die Ecke quasi gucken kann, wo man vorne und an der Seite reingucken kann. Der aber dann innen drin einfach komplett schwarz und brutal aussieht. Ne? So. Und vielleicht mit einer roten Beleuchtung drin, das hätte schon mega gut gepasst, auf jeden Fall hier. Aber na gut, es steht da unten drin, das ist okay. Ne? Ich habe alles angeklemmt, reingeschoben, fertig. Jeden Fall geniales Teil. Freut mich mega. Er fährt hoch im Moment noch. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie noch sich ein bisschen verändert. Also früher war es ja so, desto voller so ein System war, desto langsamer wurde er irgendwann. Ich weiß aber nicht, wie es mittlerweile mit Windows 11 und mit generell diesen ganzen Komponenten, ob das immer noch so ist. Aber im Moment fährt er tatsächlich in sage und schreibe 14 Sekunden hoch. Das ist einfach total krank. Ja, gefällt mir mega gut auf jeden Fall. Ja, jetzt macht das wieder Spaß hier mit dem Schneiden und mit dem Streamen und mit allem. Und ach, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall mega happy. Jawohl,
Das war quasi das, was ich im November so getrieben habe. Und ich vermute es einfach mal so. Anhand der Laufzeit des Videos könnt ihr jetzt schon sehen, dass da nicht mehr viel hinten dran kommt, weil es einfach nicht so unfassbar viel noch zu erzählen gibt. Aber das gucken wir dann jetzt mal. Denn jetzt kommen wir mal zum Bereich YouTube. Auf YouTube habe ich erstmal den Kanal des Monats. Ich möchte gleich noch so ein bisschen über YouTube an sich reden, aber vor allen Dingen über den Kanal des Monats. Das war sehr schwierig, weil ich halt grundsätzlich immer meine Standardkanäle gucke. Ne? Ich gucke die Videos vom Weidemann, vom Schroffgezockt, vom Yetivin, vom Lord of Nerds, vom Raketenjansel, vom Bruno 2K, vom weiß ich nicht, wer da noch alles mit bei ist. So die ganzen Standardleute halt. Der Zumdor, da gucke ich immer sehr gerne rein mittlerweile. Gibt genug Leute. Wen ich aber jetzt in letzter Zeit wieder häufiger verfolge und den ich euch auf jeden Fall jetzt auch dann für den Dezember gern ans Herz legen möchte, ist der Kanal von Ben Masterful. Ben Masterful kennt man vielleicht schon länger. Der hat ganz viele Kanäle mittlerweile. Ist einer von den YouTubern, die am längsten so mit dabei sind auch. Der macht schon Videos seit 2006 oder was. Keine Ahnung, 2007, ich weiß nicht genau, oder 8. Oder seit gestern, keine Ahnung, auf jeden Fall schon ziemlich lange. Und der hat ganz viele Kanäle. Und speziell jetzt möchte ich hier mal den Kanal Ben Masterful Unboxing euch ans Herz legen. Denn bei Ben Masterful Unboxing geht es momentan um zum Beispiel Fußballbildchen. Klar, momentan ist WM. Ich weiß nicht, wer von euch sie guckt. Ich gucke schon immer mal wieder rein und verfolge das Ganze. Aber wer es nicht guckt und boykottiert, meinetwegen, kann man auch machen. Aber ich gucke halt auch gerne so Sachen drumherum. Und das macht halt Ben Masterful momentan immer wieder Panini-Bildchen-Unboxing, diese Rewe-Sammelkarten-Unboxen und alles, was irgendwie damit zu tun hat. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Was ich aber noch viel cooler an seinem Kanal finde und was jetzt speziell in die Vorweihnachtszeit passt, er testet halt Adventskalender, beziehungsweise er packt Adventskalender aus. Und ich weiß nicht, warum diese Videos, die kommen jedes Jahr von ihm, oder meistens zumindest. Und diese Videos gucke ich mir immer gerne an. Es ist einfach mega stumpf, weil er halt diese Kalender auspackt, ein bisschen was dazu erzählt. Und er hat halt auch, gerade wenn es um so Fußballkalender sind, hat er halt auch viel Hintergrundwissen und sowas. Und ich mag das unfassbar gerne. Deswegen, wenn ihr sowas mögt und euch so ein bisschen berieseln lassen wollt und einfach so entspannt gucken wollt, wie jemand einen Adventskalender auspackt von Bayern München, von generell von Fußballvereinen, von Trabi hat er letztens ausgepackt. Ich weiß gar nicht, was er noch alles mit bei war. Auf jeden Fall ganz, ganz viele Adventskalender, die er halt auspackt und das finde ich halt mega gut. Ich kann euch aber auch seinen Hauptkanal, der einfach nur Ben Masterful heißt, ans Herz legen. Dort macht er FIFA-Let's Plays, aber FIFA-Karriere. Nicht Ultimate Team oder so ein Strunz, sondern Karriere. Und seine Videos sind einfach unfassbar krass bearbeitet, unfassbar aufwendig und so. Und deswegen möchte ich einfach ihn mal euch hier ans Herz legen. Und jetzt, das habe ich eben ganz vergessen zu erwähnen, ihr kennt ihn vielleicht noch unter Alf Puschen, hieß er früher. Sein Vlog-Kanal hieß früher Alf Puschen. Er hat nämlich auch einen Vlog-Kanal, der heißt mittlerweile Herr Masterful. Also er ist so ein bisschen auf diese Masterful, Ben Masterful und so ist er umgestiegen. Aber früher sein Vlog-Kanal Alf Puschen, habe ich früher schon gern geguckt, gucke ich auch jetzt noch gerne. Deswegen geht mal bei ihm gucken. Ich werde das alles mal ein bisschen irgendwo verlinken und dann in Werbung bräuchte er von mir eigentlich nicht, weil seine Kanäle groß genug sind. Aber trotzdem, ne? Ben oder Alf, falls du das siehst, fühle dich gegrüßt und mal weiter so. Ich gucke es mega gerne. Jedes Jahr aufs Neue, ey. Voll gut. Dann haben wir bei YouTube ja auch noch ein bisschen was zu, ja, was heißt bereden, aber ich wollte einfach mal so ein bisschen philosophieren, weil ich nämlich, vielleicht habt ihr es gemerkt, in letzter Zeit ein bisschen häufiger Videos hochgeladen habe, häufiger Videos hochgeladen habe. Ich habe nämlich versucht, zwei Videos in der Woche zu machen. Ich habe versucht, mittwochs noch ein weiteres Video zu bringen. Das wird nicht jede Woche möglich sein, aber ich versuche, das immer mal so ein kleines bisschen einzustreuen, einfach. Ja, um meine Aufrufzahlen so ein bisschen hochzuhalten, ne? Weil sonst sehe ich halt ganz klar, okay, sonntags, montags sind die Aufrufe hoch, dienstags gehen sie runter und von mittwochs bis, keine Ahnung, sonntags kommt dann fast nichts mehr dazu und das versuche ich halt ein bisschen hochzuhalten irgendwie. Weil man versucht ja schon irgendwie seinen Kanal so ein bisschen, ich rede natürlich immer von dem Hauptkanal, also dieser Kanal hier, da passiert halt, was passiert und dann ist das so. Aber ich versuche schon den Hauptkanal so ein bisschen am Leben zu halten.
Das funktioniert auch gut, also der läuft auch echt gut, das ist nicht das Problem. Aber mich ärgert es halt dann einfach, wenn ich sehe, okay, du hast jetzt ein Video hochgeladen und dann nach 2, 3 Tagen passiert halt tagelang nichts mehr auf meinem Kanal. Ne? Und das ist halt ein bisschen blöd manchmal. Natürlich könnte ich auch dann streamen, aber streamen kann ich auch mal nicht einfach so. Ne? Dann nehme ich immer als Beispiel ganz gern so einen Yeti-Win, der halt dann abends einfach mal anfängt, um 9, halb 10 noch zu streamen. Ja, das schaffe ich aber nicht, da gehe ich schon fast ins Bett. Ne? Und deswegen ist das Streamen nicht immer so ganz einfach hinzukriegen. Und dann versuche ich irgendwie halt ein Video mehr rauszuhauen. Ne? Des Weiteren versuche ich auch momentan immer mal wieder ein paar Shorts hier einzubringen. So, das versuche ich für diese Woche auch noch zu machen. Ne? Weil diese Woche werde ich kein großes Video am Mittwoch schaffen. Vielleicht schaffe ich aber einen Short irgendwie noch zu machen. Werdet ihr dann schon gesehen haben, weil dieses Video wird, wenn dann danach, online gehen. Aber mal gucken, ne? Das ist so ein bisschen mein Plan im Moment. Und gerade Shorts, die werden von YouTube momentan ziemlich krass gepusht. Da muss man aber auch in so einen bestimmten Algorithmus erstmal reinkommen. Und da muss man halt auch einfach am Ball bleiben dann. Das ist mega viel Arbeit. Aber ich habe es mir selber so ausgesucht, ne? Und ich möchte gerne ein bisschen, ich will nicht sagen weiterkommen. Das klingt immer so, als ob man hier mit dem Kanal unbedingt kommerziellen Erfolg haben möchte. Und klar ist es schön, wenn sowas kommt, aber ich versuche einfach nur, wie nennt man das denn? Versuche einfach nur relevant zu bleiben. Sagen wir es mal so. Ich versuche relevant zu bleiben mit meinem Hauptkanal, ne? Weil es sonst schade wäre, wenn ich die ganze Arbeit in die Videos stecke und das immer so ein bisschen weniger wird, ne? Das, ja, ist irgendwie komisch bei YouTube, ne? Manchmal gibt es Phasen, da laufen die Videos wie Sau. Der Getifin hat gerade so eine Phase, bei dem geht ja alles steil im Moment gefühlt, ne? Und Abos kommen dazu und so. Diese Phase hatte ich Anfang des Jahres, da ging es ja richtig ab hier. Und dann plötzlich, schlief das Ganze wieder ein. So, das ist ein bisschen, also manchmal ist es echt seltsam. Ne? Naja, deswegen, das wollte ich euch nur mal so ein bisschen, ja, so, wollte ich euch so ein bisschen daran teilhaben lassen, an meinen Gedanken bei YouTube und so. Das möchte ich ganz gerne jetzt monatlich auch mal so ein bisschen hier einstreuen und so ein bisschen den Monat Revue passieren lassen, wie es bei YouTube so gelaufen ist. Das werden wir dann beim nächsten Mal wahrscheinlich so machen. Jo, so viel zum Thema YouTube. Ben Masterful, guckt es euch mal an. Ne? Guckt gerne auch noch ein paar Videos von mir, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten gehen wir jetzt mal zum nächsten und dann wahrscheinlich auch letzten Thema weiter. Nämlich ja, zum Hörbuch des Monats. Ne? Normalerweise käme jetzt noch irgendwie die Band des Monats oder Spiel des Monats. Aber Band des Monats habe ich keine, weil ich einfach stumpf meine Playlist weitergehört habe und da war jetzt nichts, was so mega herausgestochen ist. Also ich werde dann auch diesen Monat die Spotify-Playlist nicht erweitern. Um irgendwas, weil ich weiß nicht, es war nicht wirklich was dabei, wo ich sage, hey, das hast du jetzt diesen Monat unfassbar viel gehört oder voll gefeiert. Deswegen, ja, lasse ich das einfach mal weg. Und Spiel des Monats, da ist es diesen Monat so, dass es halt, wenn God of War Ragnarök wäre, aber da habe ich halt auf meinem Hauptkanal schon alles zu gesagt. Seitdem habe ich es auch nicht mehr groß weiter. Ich habe schon noch ein bisschen weiter gespielt, aber nicht so, dass ich da jetzt noch viel mehr zu sagen könnte. Deswegen mein Spiel des Monats, God of War Ragnarök, aber ich bin halt noch. Am Anfang. So, ich habe jetzt 6, 7 Stunden im Spiel irgendwie. Ne? Ja, das wäre das. Ansonsten, Hörspiel des Monats kann ich aber auch relativ schnell abfrühstücken, weil ich da letzten Monat schon drüber gesprochen hatte, oder Hörbuch, denn ich bin natürlich immer noch bei Harry Potter dran. Ich habe heute Morgen auf der Arbeit tatsächlich die letzten 6 Stunden, ich habe 6 Stunden Hörbuch heute gehört oder 5,5 von Harry Potter und der Halbblutprinz. Das ist für mich von den Büchern. Das beste Buch. Also, das ist wirklich richtig gut. Ich finde es dann ein bisschen. Ich meine, ich mag den Film auch. So viele mögen ja den Halbblutprinz als Film nicht. Ich mag den Film auch. Aber ich verstehe schon, dass der Film, also mit die schlechteste Umsetzung tatsächlich bekommen hat. Weil einfach so viele Sachen fehlen, die im Buch aber unfassbar wichtig sind, die aber in dem Film gar keine Erwähnung bekommen. Gar nicht. Also, das ist halt ein bisschen schade, aber. Naja, deswegen, also Harry Potter und der Halbblutprinz war mein Buch diesen Monat, weil ich da gehört habe. Und ich glaube, den Orden des Phönix habe ich da zu Ende gehört. Klar, und jetzt kommt dann noch im Dezember das 7., ne, und die Heilige Stürmer des Todes, was ich auch ziemlich cool finde, gerade als Buch. Der Film ist auch gut, aber das Buch ist halt auch nochmal ticken besser. Ne? Wobei da der Film schon sehr nah dran ist, muss man sagen. Auch da haben sie das ein oder andere Wichtige weggelassen, aber das ist nicht so ins Gewicht gefallen wie beim Halbblutprinzen zum Beispiel. Ja, und da freue ich mich drauf. So, jetzt habe ich nämlich noch quasi 2 Wochen, 2,5 Wochen, um dieses Buch
auch noch durchzuhören. Das könnte knapp werden bis kurz vor meinem Urlaub, aber ich versuche es. Dann hätte ich nämlich dann Harry Potter tatsächlich nochmal durchgehört. Und tatsächlich habe ich ihn dann auch zum dritten Mal durchgehört, die Bücher. Dreieinhalb Mal sogar. Ich habe einmal nochmal angefangen bis Teil 4, habe dann aber abgebrochen und habe aber jetzt dann wieder nochmal angefangen. Ja, ich höre es einfach unfassbar gerne und wenn mich jemand fragen würde, Harry Potter hat mittlerweile auch einen noch höheren Stellenwert als Star Wars und auch, ja, Herr der Ringe ist gleich auf, würde ich sagen. Das steht auf jeden Fall über Star Wars mittlerweile. Ja, doch. Muss ich sagen. Deutlich sogar, deutlich. Weil Harry Potter, das ist einfach, ich finde einfach alles großartig. Vielleicht könnte man auch mal hier ein Video zu machen auf meinem Kanal hier. Wobei das immer schwierig ist bei so einem Thema, wenn dann die absoluten Potterheads hier ankommen und wirklich alles wissen. Ist vielleicht auch nicht immer. Aber mal gucken, vielleicht machen wir das trotzdem mal. So wie ich es zeitlich halt schaffe. Jawohl, das war mein November 2022. Jetzt gehen wir stramm auf Weihnachten zu, auf den letzten Abschnitt dieses Jahres. Und ja, ich bin gespannt, was uns das nächste Jahr bringt. Und vor allen Dingen bin ich gespannt, was jetzt hier Ende des Jahres noch so abgeht auf meinem Kanal. Wie gesagt, ich versuche ein bisschen mehr Videos noch zu machen, was natürlich auch gerade im Dezember und im November immer sehr, ja, vor allen Dingen Dezember, bin ich mal gespannt, was YouTube da mittlerweile macht, weil die letzten Jahre war es immer so, dass sie halt im Dezember deutlich mehr bezahlt haben, als das im restlichen Jahr der Fall ist. Mal gucken, ob das dieses Jahr bei mir auch so auffällt. Das wäre natürlich eine schöne Sache irgendwo. Aber mal gucken. Gut, dann würde ich sagen, ihr könnt mir gerne in die Kommentare zu allen möglichen Themen irgendwas schreiben. Schreibt mir, was ihr im November so getrieben habt. Hattet ihr vielleicht auch Geburtstag? Der Redeemer hatte nämlich auch Geburtstag. Grüße gehen dann nochmal raus, rückwirkend an dich. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann mit Monatsrückblick Ende Dezember wieder. Vielleicht gibt es ja auch nochmal einen Jahresrückblick. Das wäre auch eine coole Sache. Ich habe ja früh genug Urlaub dieses Jahr. Ja, kriegen wir bestimmt hin, einen Jahresrückblick zu machen. Hier auf meinem Vlog-Kanal. Geil, hab ich Bock drauf. Gut, dann tschüssi.